Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Kannst du so etwas töten? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play God of War. Schön, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja einiges über Freya erfahren und über die Asengötter, also um Baldur, Odin, Thor und dergleichen. Das habt ihr alles in der letzten Folge gesehen. Wir sind jetzt in einer sehr kalten Umgebung, wie ihr seht. Und ich habe am Ende der letzten Folge noch ein wenig den Bogen von Atreus verbessert, so weit es halt ging. Und das Set, was ich eigentlich erhofft hatte, mir kaufen zu können oder herstellen zu können für Kratos, das war leider nicht möglich. Dazu fehlen uns die Ressourcen. Und es wird jetzt darum gehen, den Meißel zu finden. Also unsere Reise führt uns jetzt hier irgendwo hindurch. Und irgendwie müssen wir wahrscheinlich auch an die Spitze des Meißels kommen. Hier liegt der Riese Tamur im Eis. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrhunderte der hier schon im Eis liegt, aber er liegt auf jeden Fall schon eine ganze Weile da und er ist auch tot. Also er ist nicht im Schlaf. Das kann ich euch jetzt auch schon mal sagen. Soweit, so gut. Alles klar. Wir müssen das jetzt irgendwie lösen. Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Atreus, das frage ich mich auch gerade. Ich versuche das da hinten erstmal zu lösen. Es wäre nett, wenn du jetzt mit deinen Schockpfeilen da drauf schießen könntest. Das haben wir schon mal. Okay, dann hier vorne wahrscheinlich noch. Bis jetzt lief das schon mal ganz gut. Okay, das hat keinen Effekt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich das hier vorne zum Drehen bringen und dann muss Atreus da drauf schießen. Vorsicht! Mein Laden ist hier! Ich weiß, Sindri. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Ja, aber dein Laden steht ja noch. Und wir sind auch deine einzigen Kunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwer noch vorbeikommt und sich hier unbedingt irgendwas bei dir schmieden möchte. Da unten scheint es nicht mehr zu geben. Okay, dann geht's erstmal hier weiter. Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist das etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Ich bin auch gespannt, was Kratos vorhat. Gut, dann mal los! Ach du Scheiße, was ist er denn für einer? Der hat ja einen ordentlichen Radius, der Junge. Können wir den mit Fäusten bearbeiten? Ja, den müssen wir sogar mit Fäusten bearbeiten. Der sieht aus wie ein Wikinger. Guckt euch das an, das Riesenschild, was der hat. Aber erstmal müssen wir den Jungen da oben wegpfeffern. Wenn wir ihn denn mal treffen. Der ist schon mal weg, alles klar. So, wir packen erstmal die Axt wieder weg und dann geht's weiter. Oh, alter Falter, hat das reingehauen. Wie ihr gesehen habt, er verliert immer mehr von seiner Rüstung. Aber die Jungs hier vorne, die muss ich erstmal klar machen. Und natürlich auch noch auf den Typen da hinten aufpassen.
Okay, wir sind wieder voll. Dann packen wir erstmal die Axt wieder weg. Ja, ich sehe das auch, Andreas. Der hat ja einen derben Radius. Jetzt kann ich ihm ein paar verpassen. So weit, so gut. Was machen wir damit? Wir zeigen das den Zwergen. Grausige Springer-Trophäe. Ich möchte sagen, das sind Ressourcen für ein bestimmtes Set. Und das könnte sogar ein episches Set sein. Wo waren die Axt schon wieder? Habe ich die schon wieder hier irgendwo eine Wand geworfen und vergessen, mir zurückzuholen? Was können wir denn hier machen? Kann ich das hier irgendwie betätigen? Ich glaube, ich weiß, was ich damit machen muss. Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg, so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Ja, der Thor, der scheint ein ganz schöner verrückter Junge gewesen zu sein. Oder ist es wahrscheinlich immer noch? Hier scheint es auf jeden Fall weiterzugehen, aber da oben war noch eine Truhe, da würde ich ganz gerne ran. Atreus, komm her. Kratos, kannst du da nicht rüberspringen oder muss ich das Ding noch weiter drehen? Oder war das gar schon richtig? Habe ich das jetzt falsch gedreht? Ich glaube, das hatte ich falsch gedreht. Ach, Kratos, ich habe da Kreis gedrückt. Warum bist du nicht gesprungen? Ach so, ich muss an der richtigen Stelle stehen. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht richtig. Ich muss das noch weiter drehen. Wir haben es noch nicht richtig ausgerichtet. Aber jetzt kann ich doch nicht rüberspringen. Ach so. Ich habe den Block zu weit gezogen. Das sollte jetzt reichen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Na, geht doch. Hier ist bestimmt wieder eine Rune drin. Habe ich mir noch gedacht. Frostsegen, schwerer Runenangriff. Die Axtangriffe werden kurz mit einem kleinen... Nee, Quatsch. Ich muss es nochmal neu lesen. Die Axtangriffe werden kurz mit kleinen Explosionen von Frostschaden verstärkt. Außerdem erhalten sie einen Bonus auf Runenkraft. Ja, lesen ist manchmal nicht so meine Stärke. Naja, sieht eigentlich ganz cool aus. Scheint auf jeden Fall ordentlich Damage zu machen. Eine Abklingzeit von 128 Sekunden. Aber das, was wir haben, hat halt 59 Sekunden, ja? Und wenn die Gegner nicht anfällig gegen Frost sind, nützt uns das herzlich wenig.
Ich bleibe erstmal bei meinen Runen. Wir können ja im späteren Spielverlauf diese Runen alle dann mal testen. Wenn wir genug Erfahrungspunkte haben, können wir die auch verbessern. Und dann schauen wir mal, was davon dann eigentlich am praktischsten ist. Aha, eine kleine Truhe. Also in dem Gebiet sollte ich aufpassen, wo ich lang klettern tue. Hier scheint es immer mehrere Wege zu geben. Jetzt müssen wir sicherlich hier rumklettern. Oder erstmal hier runter und dann da rumklettern. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Noch ein Kristall. Soll ich? So weit, so gut. Warte mal kurz, Atreus. Wir müssen uns erstmal die Gegend hier anschauen. Da ist eine Truhe. Okay. Jetzt darfst du drauf schießen. Was jetzt? Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Den Hammer hinaufgelangen. Aber ich würde ganz gerne das Eis hier noch irgendwie zerstören. Geht das nicht? Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier rüberspringen und dann da hochklettern. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Jetzt weiß ich auch, was Kratos vorhat. Er will das ganze Ding hier lösen, damit der Hammer oder dieser Meißel da richtig reinkracht. Und so zerstören wir auch das Eis. Ja, so weit, so gut. Wir haben es erstmal weggetreten. Ach so, hier können wir lang. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Super! Ich finde die Idee von Kratos eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch keinen besseren Vorschlag. Was jetzt? Festhalten. Dieser Plan ist keine gute Idee. Still, Kopf. Schmeck! Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Aber immerhin. Also zurück komme ich jetzt nicht.
Da vorne ist wieder eine Sandschale. Okay. Runenweber Kriegsgürtel. Möchte sagen, davon hatten wir schon mal was. Runenweber Plattenarmschienen haben wir auch. Aber die Schulterrüstung fehlt. Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale, aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Warum sind hier überall solche Bilder? Junge, hierher. Atreus ist jetzt gleich drüben. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Stillkopf. Musik mag er auch nicht. Schon gut! Okay, also wir müssen die Jahreszeiten umgekehrt anordnen. Also Winter, Herbst, Sommer, Frühling. So soll's wahrscheinlich sein. Junge! Vaur! Huist! Vetyr! Sumar! Das war nicht richtig. Na, warte mal, wir müssen ja drauf werfen. Was sieht hier nach Winter aus? Also da hinten ist schon mal Sommer, Winter, Herbst. Also Herbst kann da schon mal bleiben. Winter kann da, glaube ich, auch bleiben. Oder ist das Winter? Das könnte auch Frühling sein. Ich muss mal drauf werfen. Das sieht nach Winter aus. Das sieht nach Herbst aus. Das ist Sommer und jetzt müsste hier eigentlich Frühling hin. Irgendwie haut das nicht hin. Oder muss das von rechts nach links angeordnet werden? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil irgendein Symbol fehlt meiner Meinung nach. Wenn das jetzt Winter ist. Warum hat sich das jetzt so gedreht? Ich verstehe es nicht. Winter, Herbst, Sommer, Frühling. So sollen wir es, glaube ich, machen. Aber hier vorne ist doch ein Symbol mit bei, das ist da hinten nicht mit bei. Oder habe ich mich da nur verguckt? Wir ordnen das mal von links nach rechts. So, wir haben jetzt Winter, Herbst. Und dann kommt jetzt hier eine Sonne. Okay, mal versuchen. Tu es. Vetyr, Huist, Vor, Sumar. Noch immer nichts. Junge, wie war die Reihenfolge im Lied? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Ach so, Winter, Frühling. Ja, dann haut das ja hin. Alles klar. Winter, Frühling,
Hier kommt eine Sonne hin. Und hier kommt jetzt Herbst. Schauen wir doch mal. Tu es. Jetzt sind wir richtig. Atreus, dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Gut gemacht, Junge. Schreib es nochmal. Thola. Wir steigen. Die Energie hebt die Plattform. Schreib weiter. Kopf, wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie, gefährliches Zeug, mit dem die hohen Warngötter früher gern spielten. Die Fähigkeit, die Zeit einzufrieren, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jürgen. Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie, die Zeit lieber in Ruhe zu lassen. Ich komme nicht an die Schale. Okay, wir müssen die Gegner ganz schnell von der Plattform schlagen. Schnell weiter, bevor der Boden einstürzt. Also wir haben nur eine bestimmte Zeit, damit wir die Gegner hier fertig machen können. Sonst sinkt die Plattform oder wahrscheinlich bricht sie wieder komplett auseinander und dann war's das. Atreus, schießen wir ein bisschen rein. Ja, bis jetzt sieht's aber ganz gut aus. Weiter! Komm, Atreus, schreib bitte weiter. Scheiße. Runter mit dir, du hast dir nichts verloren. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, glaube ich. Ja, ja, ich sehe das schon. Da, die lebende Energie, die ist halb leer. Wir sind bei der Linken. Mist, kann ich die Alte erwischen? Hinter dir, vor dich!
Scheiße, ich muss die Alte erwischen. Ich kann die nicht erwischen, nein. Ja, ja, ich weiß. Nein, was sollen wir denn machen? Und jetzt? Was ist jetzt? Das war echt knapp. Ich wusste gerade wirklich nicht, was ich machen sollte. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, du miese Peter. Naja, aber Mia erzählt ja immer schöne Sachen. Also hat er das auch gut gemacht. Und das macht er auch wahrscheinlich weiterhin gut. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber... Vertrau mir. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl! Oh, das scheint wirklich echt schwer auszusehen. Oder auch zu sein. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Hab keine Angst! Warum sollte ich? Ich hab dich! Ihr seid irre, Ian! Alles gut. Gut, wir müssen weiter. Aber es hat echt gut geklappt. Also der Meißel oder dieser große Hammer von diesem Riesen, der eingefroren war im Eis, der hat auf jeden Fall die Eisdecke durchschlagen. Die Spitze! Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Damit war natürlich gemeint, dass Kratos ihm den Kopf abgeschlagen hat, aber das war ja auf den Wunsch von Mimir. Die Idee hatte er ganz alleine. Wie komme ich jetzt da unten ran? Boah. Scheiße. Ach, so komme ich daran. Nicht jetzt. So weit, so gut. Na gut, den Gesundheitsorb, den kann ich nur gut gebrauchen. Jetzt muss ich, glaube ich, hier hoch. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja, Magni und Modi.
Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Stimmt ja, Sindri hat's ja drauf, sich zu verstecken. Er hat ja gesagt gehabt, die Zwergen haben es drauf, sich einfach nicht entdecken zu lassen. Und das ist damit gemeint. Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da. Ah ja. Ach so. Wir können ja hier nichts weiter machen, außer gegen diesen Kronleuchter zu schießen. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Na, aber das müssen wir ja machen, sonst kommen wir ja nicht weiter. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Na, dann gehen wir doch gleich da mal hin. Das sieht so aus, als könnte man das zerstören. Dann mal los! Kann ich hier noch was nehmen? Nee. Oh, der schmeißt ja mit Steine. Naja, ich muss erstmal die Nachtmare loswerden. Gibt immer viele verschiedene Oger. Ja, wie ihr seht, der hier ist jetzt so blau. Muss man darauf achten, was der für ein Angriffsschema hat. Naja, ich passe da auf. Und jetzt kommen bestimmt wieder ein paar Gegner. Und dann können wir mit dem Dicken hier noch eine Eiswand zerschlagen? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen ihm einfach nur ein paar verpassen. Warte, Atreus, ich schaue mir das gleich mal an. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es so geht. Die eine Wand sieht auch so aus, als könnten wir die noch zerstören. Natürlich, Steinbart. Wieder so ein fetter Typ. Das nenne ich doch mal Eisriese. Okay, immer ein bisschen auf Abstand bleiben. Auch mal ein bisschen ab und an drauf schießen mit Atreus seine Pfeile. Aber in Deckung gehen. Wenn der uns wieder mit dem Stein erwischt, dann können wir uns gleich wieder einen Termin beim Kieferorthopäden holen. Oh, jetzt kommen ja auch noch Wölfe. Nee, warte mal, ich muss den Wolf erstmal machen. Gott sei Dank habe ich gerade mit dem Runenangriff angegriffen. Ja, ja, ich passe ja schon auf Atreus. Verstehe immer nicht, warum die alle so mies gelaunt sind. Ich
Oh yeah. Was der Kiki hier immer für eine Show abzieht. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Scheiße, bin ich jetzt eingefroren oder was? Jetzt können wir ihn fertig machen. Keiler-Ansturm, Runenbeschwörung, beschwört eine Herde von Spektralkeilern, die im Weg befindliche Gegner überrennt. Auch nicht schlecht, aber das dient mehr zur Betäubung und darauf lege ich nicht so wirklich Wert. Hätte gehofft, dass wir vielleicht noch eine Frostflamme kriegen. Kann ich das da hinten auch zerstören? Muss ich mal ausprobieren. Direkt hinter dir! Kolbe! Na, ganz tolle Nummer. Drei solche Teile? Scheiße, ich hab nicht mal Rage. Ich hab nicht mal Rage. Die können extrem nervig sein. Da müssen wir uns doch ein bisschen zurückhalten. Wir können doch nicht einfach drauf losstürmen. Der war gut, Atreus. Der war richtig gut. Jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen zurückhalten. Gesundheitsschub rein. Naja gut, einen haben wir schon mal klar gemacht. Oh, scheiße. Ihr seht ja, die sind auch relativ flink. Ich glaube, das waren sogar drei verschiedene. Scheiße, was macht er denn jetzt? Boah, ich bin eigentlich ausgewichen. Ich habe Kreis gedrückt, ich weiß es genau. Ja. Davon kommen wir durch. Soweit, so gut. Lief echt ganz geschmeidig von der Hand. So mehr oder weniger. Gut, jetzt sind wir wieder voll. Aha. Okay. Aber wie zum Geier komme ich da oben an diese Truhe ran? Wahrscheinlich muss ich irgendwo erst hoch, damit ich da rumlaufen kann. Versuchen wir es mal. Hier wird nicht einfach so rumgesessen. Was fällt hier ein? Da vorne ist was. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Hey, Sindri. Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Ja, und ich frage mich, wie du wieder hierher kommst. Konzentriere dich jetzt auf den Kopfkampf. Lass du den Schein. Ich mein's ernst. Er hat gegen unseren Onkel gekämpft und ist nicht tot. Vielleicht. Unser Onkel sieht schon wieder hier aus. Solange der Vater ihm glaubt, tut ihr es auch. Also hör auf zu reden. Konzentriere dich und hilf mir, sie zu finden. Das sind die Söhne von Thor. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hießen. Irgendwie mit Mogri, Magri oder Maggi, keine Ahnung, irgendwie so. Da gehe ich erstmal noch nicht hin. Ich muss erstmal schauen, was Sindri hier zu sagen hat. Ich glaube sogar, der hat eine weitere Nebenquest für uns. Von den Springern. Widerlich. Der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Auftrag abgeschlossen. Neue Rezepturen freigeschaltet. Seid ihr schon schön. In Fafnirs Lagerraum gewesen? Nein, leider noch nicht. Habe ich meinen Zuschauern auch schon gesagt, die Nebenaufgaben, die gehe ich demnächst erstmal an. Schauen wir erstmal, was wir jetzt Neues herstellen können. Er hatte von einem Springer irgendwas erzählt. Das war der eine fette Typ mit dem Schild und mit dem Schwert, der aussah wie ein Wikinger. Das war am Anfang der Folge, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Wo sollen wir anfangen? Und ja, wir können etwas herstellen.
gut. Das ist sogar legendär. Das fetzt ja. Andere Sachen können wir uns noch nicht herstellen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf diese Rüstung. Brustschild des Springers. Das scheint echt gut zu sein, aber dafür brauchen wir Springer-Rüstungssplitter. Wie ihr seht, wir können uns davon noch gar nichts herstellen, weil uns, wie gesagt, die Ressourcen fehlen. Also müssen wir in der nächsten Zeit zusehen, dass wir diese Springer einfach, wenn wir sie finden, fertig machen können. Denn nur diese droppen wahrscheinlich auch die Ressourcen für dieses Set. Und die epischen Sachen kann ich mir, wie gesagt, auch nicht herstellen. Seht ihr ja selber. Kann ich bei Atreus vielleicht noch was verbessern? Muss ich mal schauen. Für den jungen Herrn? Nee, kann ich leider nicht. Dann hätte er einen roten Bogen. Der sah auch cool aus. Aber ich kann die Pfeilkapazität auf 4 machen. Und das mache ich mal. Verbesserung erfolgreich. Mal schauen, ob wir noch irgendwas verkaufen könnten. Können wir auch, aber dafür kriegen wir bloß 350 oder 750 Hacksilber. Verzauberter Staub, ob ich damit was machen kann? Ich verkaufe das jetzt mal. Diese Zauber hätte ich sowieso nicht reingenommen. Wir finden später sicherlich bessere. Wir könnten auch Ressourcen verkaufen, aber das mache ich nicht. Und verlorene Gegenstände, da haben wir leider nichts. Schade. Bei der Huftrüstung, ja gut, das ist wahrscheinlich dieses Set oder dieser Gürtel von diesem einen Set, den wir jetzt hier verbessern könnten, aber machen wir nicht. Wir bleiben erstmal bei den Metallplatten. War da noch was? Ich überlege. Und dann schaue ich mal, was wir noch bei Fähigkeiten verbessern können. Ganz besonders bei Atreus. Ich mache jetzt erstmal Lichtwirksamkeit 3. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern massiven Betäubungsschaden. Dann ist das auch erstmal fertig und dann mache ich noch Explosivkraft. Lichtpfeile verursachen größere Explosionen. Und mehr Erfahrungspunkte habe ich leider auch erstmal nicht. Naja gut, wie dem auch sei. Wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Wir sind dem Meißel immer näher. Es war auch richtig viel Action in der Folge, wie ich fand. Und ich möchte diese Folge an dieser Stelle erst einmal beenden. Denn vielleicht mache ich die nächste Folge wieder etwas länger. Und wer weiß, was alles noch kommt. Ich möchte immer so viel wie möglich Elemente in eine Folge packen. Und ich fand, das, was wir in dieser Folge erlebt haben, war eigentlich reichlich. Daher mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wie gesagt, könnt gerne ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Könnt das Video kommentieren oder vielleicht sogar eine Bewertung dalassen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn einige dieses kleine Projekt weiterhin unterstützen würden. Dann bedanke ich mich erstmal dafür, sage Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, dann heißt es auch wieder Let's Play God of War. Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten.